Oh, Rakete. Yes. Oh, das Ding fliegt, hä? Hey. Ins Loch. Herzlich willkommen zu einer neuen Medaillen-Challenge. Heute aus Westendorf, dem Golfclub Kitzbüheler Alpen. Nach 2 Silbermedaillen am Aachensee probiere ich heute mal die Goldmedaille zu holen. Wird nicht einfach, der Platz ist relativ eng, aber wir geben unser Bestes. So, und wir sind jetzt direkt auf Loch 1 gestartet. Ein kurzes Par 4 mit 228 Metern. Das ist das Dreieisen geschlagen. Es gibt heute auch einen kleinen Twist. Ich spiele nicht mit den eigenen Schlägern, sondern ich habe ein Set zusammengestellt aus den Jahren 1987 bis 1991. Das wäre ja sonst zu leicht, oder? Und ich zeige euch im Laufe des Videos, was ich da so mit habe. Eins kann ich schon sagen, das Dreieisen, was ich jetzt geschlagen habe, bin ich froh, dass ich es so getroffen habe, weil sonst hätte es wehgetan. So, jetzt noch ein Chip aus Grün. Der war dünn. Und ist wahrscheinlich hinten raus. Das war jetzt die Mizuno Sandwich von 1989. So, gleich am ersten Loch. Schön Probleme. Da diesen Buschen hinter mir. Jetzt irgendwie rausklopfen. Okay. Mal gleich nochmal chippen. Ins Loch. Okay. So, zum Bogey. Ein Wechselbad der Gefühle, das erste Loch. Schade, dass der Chip nicht reingegangen ist. Der Putter ist jetzt der einzige Schläger aus meinem eigenen Set. TaylorMade Spider, dass ich zumindest ein bisschen Hilfe habe. So, Loch 2. War 3,85 Meter auf die Fahne. Ich zeige euch jetzt mal die Eisen, was ich heute spiele. Wir haben die Mizuno Pro MSL von 1989. Richtige Oldschool Rasierklingen. Richtig schwer zum Spielen, aber auch richtig gut zum Spielen. Wir haben einen ganzen Satz 3 bis Sandwich. Starten wir mal mit dem Vierereisen. Da ist ein bisschen rechts. Aber sollte okay sein dort. Der Platz ist ein paar 72. Die Medaillenjagd, wie gehabt, 75 Schläge oder besser die Goldmedaille, das heißt 3 über Paar, 80 Schläge oder besser die Silbermedaille und 85 Schläge oder besser die Bronzemedaille. Wird natürlich sehr schwierig mit den Schlägern, was ich heute habe, aber es macht es auch interessant. Sind hier noch knapp hinter dem Grün. Ein langer Putt mit einer Welle, was richtig bergab geht. Aber bei dem langen Par 3 mit den Blades nehme ich. Oh, schwieriger Putt. Der war nicht so gut. Drehen Sie nicht so schnell, weil es nass ist. Na. Ah, das zweite Bogey. Zwei über Paar. Loch Nummer 3. Ich werde jetzt zum ersten Mal den Driver testen, was ich heute mit habe. Der ist was ganz Besonderes. Der allererste Callaway Driver von 1991. Die Big Bertha. Nicht der einfachste zum Schlagen, aber kein Problem für uns. Idealerweise einen leichten Draw. Der ist perfekt. Jawohl. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, am Aachensee, im Golfclub Aachensee in Bertisau, habe ich mit 6 über Paar die Silbermedaille geholt.
war fast ein starkes Finish. Hatte die Chance auf die Goldmedaille, habe es dann aber am Ende leider versemmelt. Das gleiche war dann im Golfclub Achenkirch. Da habe ich um einen Schlag die Goldmedaille verpasst. Habe eine Punktlandung beim Kinderabschlag gemacht. Habe noch 228 aufs Grün, aber ich weiß jetzt leider die Richtung nicht genau. Deswegen einfach vorlegen. Das ist ja Par 5. Ich werde jetzt hier einfach mit dem Dreiereisen probieren, vorlegen. Wenn der den Bunker schafft, dann ist er perfekt. Der ist genau drin im Bunker. Eieiei. Es hat jetzt hier bis vor einer halben Stunde richtig geschüttet. Deswegen ist der Platz jetzt sehr nass. Soll ja keine Ausrede sein. So, wie gesagt, im Bunker. Wir haben noch 70 auf die Fahne. Bisschen links. Boah, und zu lang im nächsten Bunker. Die Bunker sind komplett nass. Hey, das wird jetzt schwierig. Ja. Das war zu erwarten. Jetzt wieder von der anderen Seite. Ich ein bisschen nach rechts. Schade. Leider wieder nur Bogey. So, der Puffer ist jetzt verspielt. 3 über Par nach 3 Löchern. Nicht ideal. Par 4 mit 312 Metern. Der Bunker links sollte ungefähr 200 Meter weg sein. Ja, sollte jetzt das Dreiereisen okay sein. Der war komplett rechts. Und ist von einem Baum abgeprallt aufs Fairway. Hey, wenn man noch mal Glück gehabt. Jetzt kommt langsam die Sonne raus. Nach dem Weltuntergangsszenario, was wir vor einer Dreiviertelstunde gehabt haben. Jetzt ist es richtig schön. Dieses Loch ist das beste Beispiel für diesen ganzen Platz. Enge Bahnen, links und rechts immer Wald, ganz kleine Fairways. Oh, mein Ball ist da reingeflogen. Gegen irgendeinen Baum. Liegt jetzt hier fast perfekt. So, ich muss jetzt hier wegdrucken. Da steht das Wasser. Noch ein bisschen zurück. Genau. 160 noch auf die Fahne. 6er Eisen. Idealerweise einen leichten Fade. Und der fadet nicht. Der ist im Bunker wieder. Bin high im Bunker. Das heißt, Längenkontrolle war gut. Wieder zu lang. Komm mit der Mizuno Sandwich überhaupt nicht klar. Und wieder ein langer Par-Putt. Jetzt nach links. Wieder knapp. Zu wenig. Uiuiui, jetzt brauchen wir ein paar Bars. Loch 5, Par 3 mit 52 Metern. Die Fahne ist kurz gesteckt. Jetzt werde ich mal das Blade 7er Eisen testen. Hoffentlich schafft er es. Links. Und zu kurz, glaube ich. Ja, ist okay. Da stehen jetzt überall in den Wäldern Holzmännchen. Das war das erste Mal, wo ich hier gespielt habe, bin ich so erschreckt. Der war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, halt ein bisschen zu weit links. Ich hab die echt noch nicht im Griff. Die Sandwich. So, komm jetzt zum Bar. Wir brauchen jetzt ein Bar. Yes. Endlich das erste Bar. Also ich spiele eigentlich echt nicht schlecht. Leider die ersten 4 Löcher waren zu viel Bunker und keine Kontrolle über die Sandwich. Ups, Straße. Ja, geht. Aber jetzt haben wir das erste Bar. 1, 2 Birdies folgen sicher noch. Loch 6.
Paar 5 mit 488 Metern. Bis zum Bunker sind es 250. Da komme ich mit meinem Driver heute nicht hin. Deswegen Feuer frei. Wieder einen leichten Draw idealerweise. Ach, da sind die Bäume aber durch. Wieder Glück gehabt. Meine Güte. Da ist jetzt hier in die Bäume rein. Aber soweit ich gesehen habe, ist er durch. Ja. Ja, liegt da vorne am Fairway. Der Golfgott ist heute auf meiner Seite. Schauen wir mal, wie lange. Da der Abschlag jetzt nicht sehr lange war, haben wir noch 250 Meter bis zu dem Bunker. Das heißt, wir können jetzt mal ein Holz testen. Und zwar habe ich hier einen sehr alten Browning 440 Plus. Ist ein Viererholz. Aus Holz. Ja, let's go. Oh, das Ding fliegt, hä? Ja, linke Seite vom Fairway. Nach dem richtig guten zweiten hat knapp das Fairway verfehlt, aber wir haben noch 110 auf die Fahne. Lockeres Pitching Wedge. Ja, der hat die Länge nicht. Ah, viel zu kurz. Der war jetzt viel zu locker geschlagen. Mal wieder up and down. Zu weit rechts. Das ist jetzt wieder ein langer Par-Putt. Aber der schaut machbar aus. Der ist ziemlich gerade. Komm. Ah. Wieder Bogey. Ich muss jetzt mal was in Regulation treffen. Ist ja furchtbar. Loch 7, wieder ein paar 3, 137 Metern. 8er Eisen sollte okay sein. Ein riesiges Grün, so wie es ausschaut. Der ist schlecht. Gottes Willen. 100 Meter zu kurz. Ja, jetzt heißt es kämpfen wir den Rest von der Runde. Es läuft gerade gar nichts mehr. Dann haben wir 5 über Paar nach 6 Löchern. Das wird noch ein harter Kampf werden. Eieiei, ein etwas längerer Chip jetzt. Ah, ist okay. Bärchen. Loch 8, Par 5 mit 517 Metern. Da kann jetzt mit dem Driver nichts viel passieren. Schaut relativ breit aus. Also, schauen wir mal, wie weit der gehen kann. Der Callaway von 1991. Oh, Rakete. Boah, der war richtig weit. So, ich zeige euch jetzt den letzten Schläger. Richtiger Klassiker. 1987. Der TaylorMade Tour Klieg. Ist so eine Art Holzhybrid. Mit 24 Grad Luft. Sollte jetzt relativ hoch fliegen. Boah, der war jetzt richtig hoch. Der Klang von dem Schläger ist gewaltig. Wow, das waren wieder zwei gute Schläge. Wir haben immer noch 105 Meter auf die Fahne. Probier es jetzt wieder mit dem Pitching Wedge. Komm jetzt, wenn er einmal das Grün trifft. Ah, der war jetzt gebladet. Aber ist tatsächlich auf dem Grün. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sieht man jetzt den Vorteil von den Blades. Er war dünn wie Sau, flach, aber hat noch genug Spin gehabt, dass er gestoppt hat. Wahnsinn. Damit eine schöne Birdie-Chance. Der muss jetzt reinkommen. Komm, 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 komm. Schade. Aber ein schönes Paar. Ist ja heute schon ein Erfolg, ein Paar. Oh, Loch 9, Par 4 mit 399 Metern, langes Par 4. Das schwerste Loch auf dem Platz. Da braucht es jetzt einen guten Drive, damit man mit dem zweiten aufs Grün kommt. Oh, ist ein bisschen links.
Das sollte okay sein. Ui. Der ist jetzt hier leider in den Bäumen hängen geblieben. Das kann ich nur vorlegen. Ja, okay. Der dritte Schlag. Wir haben noch 116 Meter. Dann haben wir wieder Pitching Wedge. Wieder zu kurz. Eieiei. Und wir kehren wieder zurück zum Clubhaus. Jetzt ein cooles Doppelgrün. Der war leider wieder zu kurz. Da ist wieder up and down zum Bogey. Geh ins Loch, geh ins Loch. Oh, guter Chip. Ah, leider nur zum Bogey. Die ersten 9 haben wir geschafft. Die gute Nachricht, es war kein Katastrophenloch dabei. Schlechte Nachricht, jetzt schon 6 über Paar, noch auf Silberkurs, aber da muss jetzt fast alles sitzen. Leider nur 3 Paars und 6 blöde Bogies. Kommen leider nicht ganz mit den Schlägern klar, aber das war zu erwarten. Hab die Längen nicht ganz unter Kontrolle, die Sandwedge. Mit der kämpfe ich, aber jetzt bin ich ein bisschen eingespielt. Machen wir jetzt ein gutes Finish. So, Loch Nummer 10. Wieder ein Paar 3 mit 141 Metern. Da ich jetzt die ganze Zeit zu kurz war, nehme ich jetzt das 7er Eisen. Hoffentlich passt das jetzt. Der war wieder schlecht und zu kurz. Ah, die Blades, die verzeihen gar nichts. Eieiei. Da geht jetzt ums halbe Grün herum. Ein riesiger Bunker. Schaut richtig gut aus. Wir sind Gott sei Dank nicht da drin, sondern hier zu kurz. Wieder ein relativ einfacher Chip. Geh rein, geh rein, geh rein. Ja, knapp vorbei. Und ein bisschen zu lang. Gutes Paar. Er ist nicht drin heute. Loch 11. Ein Paar 5 mit 507 Metern. Scharfes Dogleg nach rechts. Haben wir jetzt eigentlich wieder freie Bahn mit dem Driver. War ein bisschen hoch auf dem Face, aber Mitte Fairway. Alles gut. Wir haben jetzt noch 280 Meter auf die Fahne. Heißt weit weg. Ich werde jetzt wieder das Browning Viererholz schlagen. Das hat schon mal gut funktioniert heute. Ja, der ist okay. Er war ein bisschen dünn, aber gutes Holz. Wir haben noch 98 auf die Fahne. Der muss jetzt auf jeden Fall aufs Grün. Deswegen Pitching Wedge, bisschen lockerer. Ja, ist auf dem Grün, aber weit links von der Fahne. Ah, bin jetzt nicht ganz auf dem Grün. Hier unten. Das ist eine riesige Welle, wo ich drüber spielen muss. Das wird jetzt kein einfacher Putt. Sit, sit, sit. Uiuiuiui. Macht's mir echt nicht einfach. Wieder gut gerettet. Mit viel Glück. Loch 12. Paar 4 mit 361 Metern. Schaut relativ eng aus. Heißt, der Drive, der muss jetzt sitzen. Und der sitzt. Leichter Fade. Perfekt. Die Drives sind gut heute. Der Drive war jetzt wieder extra klasse. Wir haben noch 140 auf die Fahne. Ja, bin jetzt so weit, dass ich echt keine Ahnung habe, was ich schlagen soll. Also 7er Eisen wieder. Leichter Fade, Mitte grün, Backspin, ja, okay, nehmen wir. Ja, der war ganz okay für die heutigen Verhältnisse, aber der Backspin an dem Ball, also mit dem 7er Eisen hier gepitcht und 3 Meter zurückgespinnt,
nicht schlecht. Langer Part zum Birdie, ziemlich gerade, aber bergab. So länger in Kontrolle muss jetzt sitzen. Ja, ist okay. War jetzt sehr nass da. Hat es sehr gebremst. Easy Bar. Ah, weiter geht's. Loch 13. Bar 4 mit 320 Metern. Das schaut schon eher tricky aus. Jetzt probieren mit dem Dreier-Eisen da zu platzieren, denn bis zum Bunker links sind es 200 Meter. Dann sollten wir mit dem Dreier-Eisen okay sein. Oh, der hat wehgetan. War der kurz. Aua. Damit habe ich aus dem kurzen Par 4 ein eher längeres gemacht. Und jetzt voll gebladet, das Dreier-Eisen. Das hat jetzt richtig gebrennt. Aber wir sind im Spiel. Ah, jetzt habe ich richtig Probleme. Ein kompletter Blindschuss. Ich habe ungefähr 150, 160 auf die Fahne. Ja, hit and hope. Okay. Wenn der nicht zu weit rechts ist, sollte okay sein. Puh. Ich sehe den Ball jetzt gerade von hier. Der war richtig gut. Ich dachte, der war zu weit rechts, aber der war genau auf Linie mit der Fahne. 2 Meter dahinter gepitcht und ist noch am Ende vom Grün. Puh. Also. Hier gepitcht, noch ein bisschen gerollt, aber alles im grünen Bereich. Wird jetzt wieder ziemlich gerade sein. Bisschen bergab. Komm, zieh. Ja, alles gut. War jetzt nicht einfach. Gutes Paar. Loch 14, das zweitschwerste Loch auf dem Platz. Ein Dogleg nach rechts, 367 Meter. Rechts ist alles aus. Ich werde jetzt probieren, da über den Bunker ein bisschen abzukürzen. Ansonsten wird der Schlag zu lang aufs Grün. Boah, der war perfekt. Ich dachte, der geht ins Aus. Aber der ist komplett drüber geflogen. Der Driver kann was. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass der so weit geht. Und der liegt Mitte Fairway. Also hier, wie gesagt, rechts alles aus. Ich habe jetzt hier drüber geschossen. Also besser kann man den, glaube ich, gar nicht legen hier. Wahnsinn! Also das war jetzt eine Punktlandung. Viel weiter hätte er auch nicht gehen können. Ja, perfekt. Wunderbare Sicht auf die Fahne. Noch 125 Meter auf die Fahne. Die ist jetzt kurz rechts gesteckt, relativ schwer. Jetzt probieren wir mit dem 9er Eisen. Der wird wieder zu kurz sein. Ah ja, trifft ja richtig schlecht heute. So, und es ist wieder zum Chippen. Länge gut, ein bisschen rechts. Jetzt noch rein zum Paar. Jawohl. Wir halten uns am Leben. Loch 15. 138 auf die Fahne. So, keine Spielchen mehr. Sieben Eisen. Jetzt wieder zu kurz. Keine Ahnung, was ich mache. Der war jetzt eigentlich richtig sauber getroffen, aber er hat es nicht mal bis zur Fahne geschafft. Also, irgendwas ist heute in der Luft. Okay. Weiterhin Level Par, die zweiten 9. Also 6 über Par gesamt. Also Gold wird es eher nicht mehr werden. Wir haben jetzt noch 3 Löcher, weiterhin 6 über Par. Ist ja an sich nicht schlecht, aber es ist ein harter Kampf. So, wo geht's jetzt weiter? Hier? Hoffe, ich gehe jetzt richtig. Ja, schaut gut aus. Loch 16, 324 Meter, Par 4. Der Bunker ist 216 Meter weg. Das heißt, ich werde jetzt wieder mit dem Viererholz vorlegen. Das Ding schaut echt schlimm aus. Schaut gefühlt wie aus dem Jahr 1865 aus.
Fade. Okay, linke Seite Fairway. War ein bisschen gepult. 142 auf die Fahne. Wie ist jetzt mit dem 6er Eisen? Super Schlag. Ja, bisschen zu lang sogar, aber schöne Birdie-Chance jetzt. Ein Bergab-Putt, der muss jetzt rein. Dabei. Schade. Wieder nur ein Paar. Vorletztes Loch, noch 17. Paar 4 mit 318 Metern. Ist jetzt eigentlich keine Gefahr, einfach nur geradeaus. Er ist ein bisschen rechts. Aber okay. Ah, jetzt hat es angefangen zu regnen. Super. 140 noch auf die Fahne. Mal wieder das 6-Eisen. Hat er die Länge? Go. Yes. Viel zu lang. Ah, der ist jetzt komplett drüber geschossen. Eieiei. Ja, der war jetzt leider viel zu lang. Hat mich jetzt fast in eine unmögliche Position gebracht. Schwerer Chip. Sit. Okay. Kann man nehmen. Der Barbat. Jawohl. Bärchen. Das ist noch eine richtig coole alte Telefonzelle. Und wir gehen zu Loch 18. Mal wieder Driver. Jetzt ein paar 5 mit 489 Metern. Der ist okay. So, der war jetzt leider viel weiter links als gedacht. Ich muss jetzt hier irgendwie durch die Bäume zurück aufs Fairway spielen. Ja, der ist okay. Aber jetzt mit dem 5er Eisen einfach vor. Okay. So, vierter Schlag. Mit 23 Meter. Boah, jetzt regnet es aber ordentlich. Platschnass. Achter Eisen. Schaut gut aus. Zu lang. Ja. Zu lang im Bunker. Jetzt fliegen sie auf einmal weiter, die Eisen. Da ist das zu. So, nochmal ein richtig schwerer Bunkerschlag zum Abschluss. Oh. Und der ist zu lang. Okay. So, das war der 6. Und die 7. So, schnell weg. So, das war jetzt nochmal eine 7 zum Abschluss. Aber bei dem Wetter jetzt, das war jetzt einfach schnell und schnell weg. Leider 8 über Paar, ganz knapp die Silbermedaille. Gott sei Dank noch mit dem letzten Loch. Hab die zweiten neun noch gut gerettet. Ja, Westendorf, ein wunderschöner Platz, ein super Zustand. Schwierig, weil alles eng ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, liken und abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.